Ähnliches Leiden, das ist die Übersetzung aus dem Griechischen von Homöopathie. Es werden dem Patienten Mittel verabreicht, die beim gesunden Menschen zu denselben Krankheitssymptomen führen. Dieses Prinzip formulierte schon 1796 der Arzt und Chemiker Samuel Hahnemann. Ob homöopathische Mittel wirken, ist stark umstritten. Ist die Homöopathie ernst zu nehmen? Der Homöopath Dr. Mediziner Hartmut Horn klärt auf. Wir verstehen heute Homöopathie tatsächlich als Informationsmedizin. Wenn also etwa kritisiert wird, dass die Homöopathie eine Methode ist, die mit Substanzen arbeitet, die bis zur Unkenntlichkeit verdünnt worden sind, Stichwort Würfelzucker am Bodensee, so ist das durchaus korrekt. Wir gehen da d'accord, dass nichts mehr drin ist von dem Stoff ursprünglich, sondern das, was die Wirkung, wenn sie dann da ist, bewirkt, ist die Information der Ausgangssubstanz. Ich habe ziemlich starke Kopfschmerzen so. Und die hatte ich jetzt schon öfters und ich habe es schon mal mit Aspirin oder so versucht. Aber das Homöopathie setzt voraus, dass der Organismus des Patienten noch eine gewisse Lebenskraft hat, um auf den Reiz, auf den Informationsreiz hin zu reagieren. Wenn der Patient also derart schwach ist, dass diese Antwort auf das Mittel nicht mehr möglich ist, dann muss sie versagen. Das ist immer die Frage, auch die Schulmedizin diskutiert darüber. Sie verwendet übrigens auch Medikamente, die traditionell sind, wie zum Beispiel das Aspirin. Das würde heute gar keine Zulassung mehr bekommen, weil es viel zu starke Nebenwirkungen hätte. Es ist immer noch auf dem Markt. Frage nochmal konkret nach, also Angst vor Krankheiten. Es gibt Menschen, die argwöhnen immer, wenn sie irgendeine Fernsehsendung sehen, Visite, dann sehen sie gleich, oh Gott, das habe ich bestimmt auch und ich habe bestimmt auch dieses oder jenes. Wie ist das bei Ihnen? Wenn Studien zitiert werden, dann ist es gelegentlich auch tendenziös. Es gibt nämlich auch durchaus Methoden, also Studien, die eine Wirksamkeit der Homöopathie belegen. Es gibt Studien, wo es nicht gelingt, es gibt Studien, in denen es gelingt. Das hält sich ungefähr die Waage quantitativ. Begeben wir uns auf die andere Ebene. Sagen wir, okay, das ist alles nur meine tolle Ausstrahlung, meine Empathie und der Patient fühlt sich so wohl und geborgen bei mir und durch die Zuwendung und durchs lange Gespräch kommt der Effekt zustande. Wo ist das Problem, wenn er dann so zustande käme? Also das, im Übrigen billigt man mir dann also eine sehr, sehr starke Ausstrahlungskraft zu, wenn ich das bei Säuglingen, bei Kleinkindern, bei alten Leuten, bei Menschen verschiedenster klinischer Zustände also erreichen kann. Die Homöopathie ist als aktive Hilfe zur Selbsthilfe des Körpers zu verstehen. Denn es werden die Selbstheilungskräfte des Körpers angeregt, anstatt die Symptome zu unterdrücken. Es steht jedem frei, sich für diese Art der Behandlung als Ergänzung zur Schulmedizin zu entscheiden.